Du brauchst den Anzug für in 2 Wochen. Für solche Anlässe veranschlagt man so 8 Wochen. Mhm. Bäume und heute werden wir näher. Und. Ja, mach dir keine Sorgen. Ich hab da was ganz Tolles für dich vorbereitet. Hallo, grüße Sie. Hier ist Stefan Pütz. Ja, guten Morgen. Ernst macht Berat. Hallo. Hallo, Herr Ernst. Sie kennen es ja bereits, die Thematik. Ich heirate am 10. Oktober und ich bin viel zu spät mit dem Anzug. Wenn jetzt die Größe nicht passt, dann haben wir gar keine Chance für irgendwas. Das kriegen wir hin. Wir würden so um 15 Uhr kommen. Ist das in Ordnung? Ja, das haut wunderbar hin. Dann komme ich gerade vom Tisch, bin gestärkt. Und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Super, ich freue mich. Vielen lieben Dank, Herr Ernst. Ja, ich freue mich auch. Danke. Bis gleich. Tschüss. Super, tschüss. Ich bin aber auch so ein Typ, unter Druck entstehen Diamanten und ich bin extrem gut. Das ist es. Ich habe noch nie versagt unter Druck. Schau mal hier, du hast ja hier den ganzen... Ja, das sind die Mausmuskeln, gell? Würde man niemals operieren, solange es kein Korbhänkelriss ist? Leg dich mal auf die Seite. Hier gehen wir mit durch. Ja, tief ein und locker aus. Locker lassen, locker lassen. Das heißt für die Pest. Ja, aber chill mal, chill mal. Locker lassen, locker lassen. Locker nicht mehr. Dennis. Das ist immer schwierig bei ihm. Was man wissen, kannst du das mit mir machen wie mit Stefan Pütz? Ja. Und hab ich gesagt, ich sag euch ehrlich, der war viermal hier nur, deswegen, der trainiert wie ein Berserker, der hat halt sein Leben im Griff. Und wenn ihr Büromenschen seid, und dann packt ihr das nicht. Also das ist ja eine Lebenseinstellung. Weil ich plus dann, Belastung, oder? Du musst Gas geben. Wenn du ohne eine Struktur leben willst, dann musst du halt einfach die anderen Strukturen stärken. Dann geht das. Das war wie, für mich war das wie bei deiner Schulter-Ecke längst. Mhm. So, ja, dann haben wir halt alles freigemacht, stark gemacht, neurozentriert. Aber die Grundlage ist halt, du schläfst viel, du isst gut und du bewegst dich. So, und wenn die das nicht machen, dann funktioniert es nicht. Ja. So, die können nicht sagen, ich mache jetzt mal 3 Monate Training und dann habe ich das. Nein, das ist eine Lebensaufgabe. Also könntest du ja fast jeden Athleten betreuen. Mhm. Aber dazu musst du halt willens sein. Mhm. Also musst das leben. Ja, jetzt wird es interessant, weil jetzt hatten wir vordere Kette palpiert. Jetzt schaut euch mal hier die Wade an, hintere Kette. Ja, es ist echt unangenehm. Es ist echt sehr unangenehm. Bei mir ist die Kreuzbandrehe oft zu Ende, wenn die Athleten einbeinig springen, landen können und können Cut-Manöver, also ansprinten, schneller Richtungswechsel weg. Wenn das geht, dann ist alles gut. Oh, das ist ein Maschallah, Junge. Ja, so ist Morgo, die Äuglein. Schaut mal hier, Leute. Ja. Das hat er. Jetzt kann ich zur Beerdigung fallen. Zu meiner. Jetzt geht's mir gut. Farmers Walks, einfach so was Edles. Ist geil. Ich habe das gestern gemacht mit einer Tüll. Ich hab die. Bevor wir zu den Schweinen gehen, trinken wir frisch gepressten Saft. Dafür ernten wir frischen Sellerie hier aus unserem eigenen Hochbeet. Ich mache das ganz fein säuberlich nach der Anleitung von Lea. Schön auskloppen für maximale Sauberkeit im Hochbeet. Man sieht jetzt schon an dieser Farbe hier, es ist richtig dunkelgrün, der Sellerie aus dem Hochbeet, der Staudensellerie. Wir entsaften das Ganze mit einem Slowjuicer, dadurch entsteht keine Hitze durch die langsam drehende Schnecke und ihr habt mehr von euren Vitaminen und Phytonährstoffen. Mit dem Code THEAT100 bekommt ihr auf alle Entsafter und Produkte von Q-Wings 10%. Babyschnecke, die hat zum Glück nicht mit in den Entsafter reingerutscht. Ralfi liebt Himbeeren und da ist noch eine Himbeere dran und er grast eigentlich immer alles ab hier. Deswegen darf er eigentlich hier nicht hinterher zum Hochbeet, weil er in die Beete reinsteigt und alles erntet schon, bevor wir es ernten können. Warum ist das ein Flashing?
Cheers. Sehr lecker. Geil. Holt euch ein Hochbeet, baut euer eigenes Gemüse an. Richtig geil, macht Bock. Ich muss ehrlich gestehen, dass Lea sehr viel davon übernimmt. Ich vergesse oft, die Sachen zu gießen oder dann zu pflegen. Aber es gibt richtig geile Tutorials, wo ihr euch das anschauen könnt. Zum Beispiel Wurzelwerk, schaut dort vorbei. Die hat richtig geile Instruktionsvideos diesbezüglich. So, Schweinis, jetzt geht's los. Die Bilder, die wir von der Massentierhaltung kennen, wie Schweine dort gehalten werden, ist alles andere als artgerecht. Ein Schwein benötigt Platz, braucht Grünfläche, ist ein extrem sauberes und reinliches Tier. Die Haut des Schweines ist das größte Entgiftungsorgan und das Schwein ist extrem ähnlich zum menschlichen Organismus. Für uns ist die Haut auch das größte Entgiftungsorgan und muss deshalb gepflegt werden. Die Schweine nutzen die Sule für die Pflege ihrer Haut. Wir nutzen Pflegeprodukte und ich nutze den Bodybuffer von Manscaped. Er hilft mir, Hautschuppen zu entfernen und die Haut positiv zu stimulieren. Man hat ein sehr angenehmes Gefühl nach der Pflege mit dem Bodybuffer. Das Produkt ist wie alle Produkte bei Manscaped komplett vegan. Ihr könnt es natürlich auch für eure Tiere benutzen. Ich benutze es auch für die Hunde und manchmal auch für die Schweine. Mit dem Code T800 bekommt ihr 20% auf alle Produkte von Manscaped. Okay, der Saft ist drin. Die Schweine sind gefüttert. Was steht jetzt auf der Tagesordnung? Jetzt fahren wir zu Herrn Ernst. Herr Ernst wird mir helfen, on short notice, diesen Anzug irgendwie geil zu machen, dass ich mit einem perfekten Outfit komme und ich keinen Ärger von Lea bekomme. Während wir jetzt zum Herrenausstatter fahren, haben wir Zeit, ein paar Fragen zu beantworten. Die erste Frage ist von Moritz9303. Hey Stefan, hab eine Frage. Du legst Wert auf Leitminderung, deine vegan-vegetarische Ernährungsweise, eigenes Klamottenlabel mit Bio-Baumwolle etc. Wie kriegst du es dann im Ring hin, deinen Gegner zu vermöbeln, ihm gegebenenfalls krass zu schaden? Ist ein interessanter Denkansatz, sehe ich allerdings nicht so, denn es ist ja eine Situation, in die man sich freiwillig begibt in dem Moment. Und es ist für mich, Kampfsport ist für mich die höchste Disziplin, wie ihn sich zwei Athleten messen können. Kampfsport ist in jeder Kultur kulturell verankert. Egal, wo du hingehst, ob du nach Asien gehst, Südamerika, überall findest du Spuren von Kampfsport über Jahrtausende. Das direkte Messen zweier Athleten war immer Teil jeder hohen Kultur. Es sind einfach so 65 Grad hier drin. Ja, danke. Das Geist ist krank. Ich spüre das auch. Okay, die nächste Frage ist von Gint176. Hallo Stefan, da du in diesem Video die Wichtigkeit des Einklangs mit der Natur erwähnt hast, würdest du dem Schulfach Biologie besonderen Wert beimessen? Welches Schulfach sollte es deiner Meinung nach noch geben und was kommt im Sportunterricht zu kurz? Wie findest du die Idee, Bundesjugendspiele ohne Sieger abzuhalten? Deine Meinung zum Thema Bildung würde mich generell brennend interessieren. Schule ist extrem wichtig für Kinder und Heranwachsende. Je früher Kinder damit beginnen zu lernen, wie schön es ist, sich für Sachen zu interessieren, sich sportlich zu betätigen, Sozialstruktur und soziale Kompetenz zu erlernen, desto besser ist es am Ende. Ich denke, dass gerade Fächer wie Hauswirtschaft und Werken auch mehr gefördert werden sollten, gerade um der Digitalisierung im Kindesalter entgegenzuwirken, damit Kinder einfach lernen. Ich kann etwas mit meinen Händen bauen und es macht Spaß. Ich sehe einen Prozess, der stattfindet in dem Moment. Aber auch die Fähigkeit, physische Anstrengung zu genießen und ja, zu genießen, dass man besser wird, dass man Fertigkeiten mit seinem Körper lernen kann und dabei feststellt, dass der Geist auch davon profitiert, dass der Organismus ein komplettes Gefüge ist. Ich denke, dass es extrem wichtig ist und dass das viel mehr forciert werden sollte. Ich denke, dass ein Sportprogramm wie in den USA sehr förderlich für die Entwicklung eines heranwachsenden Menschen ist und würde mich freuen, wenn das in das deutsche Bildungssystem aufgenommen werden würde. Und wie findest du, dass die Bundesjugendspiele ohne Sieger abgehalten werden? Competition ist eigentlich ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft, denn sie fördert Wille, Ehrgeiz und Hingabe.
Und der direkte Vergleich, das Messen von mehreren Athleten, ist fester Bestandteil der Sportgeschichte. Und ja, ich denke, das sollte sich auf gar keinen Fall ändern. Die nächste Frage ist von Tjakrote1903. Lieber Stefan, ich frage mich, wie du mit Leistungseinbrüchen umgehst und ob es bei dir auch Tage gibt, an denen nichts funktioniert. Was tust du dagegen und was würdest du anderen empfehlen? Das ist eine sehr geile Frage. Scheitern ist fester Bestandteil unseres Alltags, zumindest bei mir. Ich nehme mir Sachen vor, ich habe Sachen geplant, sie finden anders statt oder ich kann sie nicht so absolvieren, wie ich es geplant hatte. Ich denke, dass Scheitern fester Bestandteil des Lernprozesses ist. Und so sollte man das Ganze auch behandeln. Man sollte natürlich mit einem gesunden Willen und Ehrgeiz an Sachen herangehen, aber man sollte nicht zu frustriert sein, wenn man es dann nicht schafft oder verliert. In diesem Sinne, ärgert euch nicht, wenn ihr scheitert, beziehungsweise ärgert euch nicht zu krass, wenn ihr scheitert, denn ihr werdet das nächste Mal einfach besser machen. Tjakrote1903 gewinnt das TH100-Paket im Wert von 100 Euro. Auch in diesem Vlog verlosen wir natürlich wieder für die beste Frage ein TH100-Paket im Wert von 100 Euro und beantworten die besten Fragen aus den Kommentaren. Also schreibt eure Fragen unten in die Kommentare und war wieder eine mega geile Fragedynamik. Es freut mich jedes Mal sehr, wie groß das Interesse ist. Schreibt unten in die Kommentare eure Frage und wir werden sie beim nächsten Vlog vielleicht beantworten. Stefan? Ja, bitte? Du brauchst den Anzug für in zwei Wochen. Ja. Normalerweise für solche Anlässe veranschlagt man so 8 Wochen. Mhm. Was hat dich davon abgehalten, früher hierher zu kommen? Oh, es war, also ich muss mal zu meiner Verteidigung sagen, vor 3 Wochen habe ich Max gesagt, ey Max, bitte hilf mir einen Anzug, weil Max ist natürlich modisch sehr viel weiterentwickelt als ich. Und ich habe ihn gefragt, aber ich habe ihn natürlich einfach überrascht, bevor er nach Dublin geflogen ist. Jetzt war er in Berlin und er hat sich heute extra Zeit genommen und ist jeden Moment hier. Und dann wird er mir helfen und mich beraten. Aber wie gesagt, ich war wie immer zu spät dran, alles kurz vor knapp, Schande über mich. Ich muss immer vorher trainieren, ja, wenn ich Klamotten anprobiere, weil sonst passen die dann nicht mehr. Wenn ich dann einen Anzug kaufe zum Beispiel und ich habe davor nicht trainiert und passt es manchmal nicht mehr oder spannt halt in dem Moment. Ja, klar, weil es ja Krafttraining, ist, ja, genau. Der Pump, der dadurch entsteht, wenn man Krafttraining macht, passiert es. Antonio, was sagst du dazu? Stylischer Mann von Welt. Yes. Die Hose wird natürlich noch geändert. Ich würde die eigentlich, warte mal, ich würde das eigentlich genauso lassen. Die Schuhe gefallen mir. Ja, die Schuhe, hier, die sind, die sind toll. Wirklich stolz. Also da müssen wir ein bisschen zaubern. Muss ich aber mindestens noch, keine Ahnung, 8 Kilo Kartoffeln essen, dass ich da reinpasse. Wenn ich so richtig eruiere, würde ich den Bereich lassen. Der ist gut. Ich darf mal hier, damit Sie es nachvollziehen können. Ich rufe uns den Zauberer. Also, nee, umgekehrt. Der ist der Zauberer, das hört sich interessant an. Cool, dann rufe ich mal den Zauberer. Hallo! Hallo! Hey! Hi, schönen guten Tag. Was machst du denn hier? Stefan ruft mich zu Hilfe. Stefan, schönen guten Tag. Ich bin wegen dem großen Trampel hier. Leider ja. Leider ja. Ich weiß. Ich tue mir selber leid, aber da muss man manchmal durch. Ja, es geht noch. Hi! Servus. Hi, hallo. Hi. Max, ich Max Pütz. Ja, gut, klasse. Exzellente Schuhe. Ja, danke. Ja, cool. Ja, so. Wie kann ich sie retten? Gar nicht. Also bis jetzt war noch nicht mal der Ansatz. Das Rettungsversuch können Sie loslassen. Also ich hatte eigentlich eine andere Idee. Ich habe mir eigentlich überlegt, dass wir direkt zum Förster gehen und nach großen Blättern und Tannenzapfen fragen, um ihn einzukleiden. Da spielt seine Frau diesmal nicht mit. Die Männer könnten jetzt sagen, da brauchst du mal richtig Tannenzapfen. Herr Ernst, ich habe aber eine Frage. Gerne. Und zwar, was sagen Sie zu der Hose von Herrn Koger zum Schnitt? Das ist geil. Die ist schon... Auf jeden Fall passt da gut rein. Sehr gut. Reingeschossen. Sehr gut. Ja, ein Strahlanzug für Erwachsene. Alles krackig, oder? Das, Macht jede Bewegung mit, oder? Ja, es ist eng. Es betont die guten Seiten an mir.
Wunderbar. Und die weniger guten Seiten, die wichtigen, die sich auch hier befinden. Schön. Ja, cool. Ja, oder? Aber es hatte ich passend zu dem Anlass. Einfach nur mal einen anderen Anlass hast. Es kann ja sein, dass du vielleicht wieder mal das ein oder andere Schweinchen retten musst. Ja, so, dann kann ich sowas anziehen. Hättest du das passende Outfit? Okay, damit ich die Formulare damit ausfülle oder was? Genau. Oder bei Ralfis Einschulung. Das, ja, das geht auch gut. Auf jeden Fall. Das ist mega. Der ist schön. Der ist Hammer. Ja. Ja. Ist mit deinen Schuhen? Bleiben die Birkenstocks? Also ich habe schwarze Schuhe, ich habe viele Birkenstocks. Ja, aber ich weiß nicht, ob Birkenstocks, ich kriege, glaube ich, Ärger, wenn ich Birkenstocks zur Hochzeit trage. Und können wir jetzt nicht so mit zwei Outfits machen? Schuhe 6, ja, eins habe ich ein anderes Outfit. Einmal das Förster ja mit den Birkenstocks. Warum muss ich ein Förster? Nee, wegen dem Blatt. Wir haben doch auch einen Blättermaß schneidern lassen, passend für dich. Ahornblätter. Genau. Ja. Ganz Kastanienblätter kombiniert mit Ahornblättern. Ja, gut. Nee, aber ansonsten sind die Schuhe doch passend perfekt. Ja. Der, auch die Fußnägel. Ja. Rübezahl. Rübezahl. Das Rübezahl. Willst du nichts Glanz haben? Mit Glanz? So, ja. So hier findest du es zu matt? Ich finde es schön, aber halt für eine Hochzeit. Du musst es am Ende wissen. Mhm. Klar. Du musst auf jeden Fall schön tight sein. Mhm. Ja, ein bisschen, das wird noch umgeschneidert. Ja, schön tight. Der erste Teil ist geschafft. Der klassische Teil, aber es gibt ja noch eine Party in der Peak und das Motto ist ja ein ganz besonderes und da müssen wir natürlich noch was dazu finden. Das werden wir aber garantiert nicht in diesem Laden hier finden. Man muss schauen. Könnte schwer werden. Ja, man muss schauen, also was es da für Lösungen gibt. Aber da hast du auf jeden Fall bestimmt schon Ideen. Ich habe sehr, sehr gute Ideen, ja, sehr gut. Und habe auch schon sehr, sehr gute Sachen vorbereitet. Sehr geil. Sehr cool, wenn du das komplett, dieses Prozedere abschließen würdest, dass ich mich überhaupt nicht darum kümmern muss. Du kümmerst dich doch so ohnehin nicht darum. Ja, mache ich auch nicht, aber noch weniger, dass diese Beteiligung von mir wirklich... Wie viel Prozent hast du für die Orga beigetragen? Im unteren einstelligen Prozentbereich liegt das. Okay, also ja, das kommt noch gut an, aber es ist ein Fakt. Ja, muss man erst mal nachdenken. Sehr gut, sehr gut. Es ist also... Klang gut. Ja. Ja, mach dir keine Sorgen. Ich habe da was ganz Tolles für dich vorbereitet. Geil, Mann, so will ich das. Sehr geil, ich freue mich. Könnten wir was essen? Ich bin ausgeruht. Ja, komm, wir gehen was essen. Ich kann nicht mehr, Stefan. Oh, wir gehen was essen. Okay, Stefan, wir haben jetzt gegessen. Ja. Der Spießrutenlauf ist fast fertig. Wir neigen uns langsam. Ja, doch. Er ist fast fertig, zum Glück. Wir müssen jetzt nur noch zurück zu den Schweinen. Da sind nämlich viele Apfelbäume und heute werden von einem Vogelschutzverein alle Apfel abgeholt. Und wenn jemand auf jeden Fall einen Psychologen hat, der Symptomatik bei Max behandeln kann, schreibt es gerne in die Kommentare. Heute kommt ein Herr vom Vogelschutzbund, der diese ganzen Äpfel abholen wird. Daraus wird in der Kälterei dann Apfelsaft, Apfelmost gemacht. Der wird verkauft und diese ganzen Einnahmen werden dann gespendet für den Vogelschutz. Spendnervogel. Ja, Spenden. Wir werden jetzt die Schweine besuchen, denn die brauchen natürlich auch soziale Interaktion, freuen sich, wenn ihre Familienmitglieder kommen. Tolles Gehege, was ihr hier gebaut habt. Ja, wir haben hier 5 bis 6 Apfelbäume, die werden jetzt geerntet, die Äpfel sind reif, werden dann in die Kälterei gebracht, werden zu Apfelmost und Apfelsaft verarbeitet. Dieser Apfelsaft und Apfelmost wird am 30.09. beim Kältereifest verkauft und alle Erlöse kommen der Vogel- und Naturschutzgruppe Gräfen Wiesbach e.V. zugute. Unten in der Videobeschreibung findet ihr alle Informationen, ich werde auch da sein und freue mich, wenn wir uns dort treffen. Lea, ihr habt seit Mitte Juli Nachwuchs bekommen. Was für Herausforderungen bringen Schweine eigentlich mit sich? Also das Schwein per se ist ja eigentlich pflegeleicht, würde ich behaupten. Die Herausforderung ist in erster Linie, dass sich dein Rhythmus und dein Alltag natürlich komplett ändert. Ne? Du hast halt jetzt nochmal eine weitere Verantwortung, die ist riesig. Das sind wie kleine Kinder.
Und die haben Hunger, die brauchen morgens ihr Müsli und die brauchen abends ihr Müsli und die müssen abends ins Bett gebracht werden. Und das musst du natürlich allein vom Zeitmanagement erstmal in deinen Alltag integrieren können. Und das war, glaube ich, so am Anfang die Hauptherausforderung, dass du so einen Modus findest, okay, wann fährst du zum Stall, wann lässt du sie raus, wann müsstest du, wann fütterst du. Wie hat eigentlich euer eigener Zoo angefangen? Eigener Zoo? Ja. Wir haben uns durch die Hunde kennengelernt. Ich habe Momo mitgebracht, Stefan, Maya. Ralfi war unser erstes, das klingt so blöd, ne? Aber unser erstes gemeinsames Tierschutzprojekt. Ich hatte zuvor schon in den USA viel Fostering, nennt man das, betrieben, dass ich eben kranke Tiere aufgenommen habe und die aufgepäppelt habe und wieder vermittelt habe. Und das haben wir dann eben mit Ralfi gedacht, machen wir. Aber wie wir alle wissen, war Ralfi ein spezieller Fall und Stefan hatte nach dem ersten Tag festgestellt, dass Ralfi sein Sohn ist und ihn nie wieder hergeben wollte. Apropos Ralfi, was ist das eigentlich für ein geiles Shirt, was du anhast? Das ist Ralfi laufend. Wenn ihr auch so energiegeladen wie Ralfi seid, dann ist es genau das richtige Shirt für euch. Zum Team Pütz-Shop kommt ihr unten in der Videobeschreibung. So, ich glaube, das ist voll, es geht weiter. Und dann hatten wir zu Beginn des Ukraine-Krieges Tiere immer wieder mal von dort gerettet, rehabilitiert und vermittelt. Und es ist unser großer Traum, irgendwann mal einen Lebenshof zu führen und darauf arbeiten wir hin.